Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der komprimierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Ganz Deutschland spricht über die Wiedereröffnung der Schulen. Und warum das ein super wichtiges Thema ist und was die Fraktion der Freien Demokraten dazu sagt, das will ich euch heute in meinem Espresso näher bringen. Wir Freie Demokraten wollen so schnell wie möglich an den Regelbetrieb an Schulen zurückkehren. Und dabei sind mir drei Dinge wichtig. Erstens, es geht um die Bildungschancen einer gesamten Generation. Denn Bildungsforscher schlagen ja jetzt schon Alarm. Sie sagen, dass sich Schülerinnen und Schüler weniger als die Hälfte der Zeit mit Bildung befassen wie in der Zeit vor Corona. Und das kann natürlich nicht sein. Zweitens, es geht um die Gefahr einer Spaltung einer gesamten Generation. Denn Bildungsforscher sagen genauso, dass Schülerinnen und Schüler, die aus bildungsfernen Elternhäusern kommen, dass die zu Hause natürlich nicht so gefördert werden können und dass dort diese Defizite nicht in gleicher Weise ausgeglichen werden können, wie zum Beispiel in Akademikerhaushalten. Und das ist natürlich eine ungerechte Verteilung von Chancen und die kriegen wir nur durch den Regelbetrieb wieder in den Griff. Und deshalb brauchen wir drittens eine Schulpflicht der neuen Generation. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler müssen verpflichtet sein, zum Unterricht hinzugehen. Auch der Staat muss verpflichtet sein, Bildung anzubieten. Entweder klassisch im Regelbetrieb in der Schule oder wenn das eben ausnahmsweise nicht geht, dann muss er es digital machen. Die Schulpflicht der neuen Generation, die digitale Schulpflicht für den Staat, ist das Gebot der Stunde. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut euch doch noch andere Ausgaben von meinem Espresso an oder schreibt uns eure Fragen zur digitalen Schulpflicht oder was euch wichtig ist bei der Öffnung der Schulen oder im Regelbetrieb einfach in die Kommentare. Wir antworten garantiert.